Das ist der Platz. Das ist der Platz, Leute. Ich habe neulich ein YouTube-Video gesehen, dachte einer, das ist ja richtig geil. Oh yeah, baby! Riesige, urbane Monster. Top-Ufer. Und wir haben genau exakt diesen Spot gefunden. Mitten in der Stadt, unter der Brücke. Da vorne wohnt jemand in so zusammengeschusterten Haus. Die Wächterin. Ja. Hier liegt ein Boot, das hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Feuerplätze, hier wird das Holz abgetrieben. Wir sind genau richtig. Warum? Da drüben drehen sie schon. Da drüben drehen sie. Da hinten steht ein Boot. Es ist haargenau der Platz. Ich weiß ganz genau, wo er hingeworfen hat. Es ist aber schon spät. In einer halben Stunde geht die Sonne unter. Deswegen werden wir morgen hoffentlich hier vielleicht so ein richtiges Schwein vom Ufer rauskriegen. Also bleibt mal dran. Das wird, glaube ich, richtig geil. Morgen, Leute. Wir sind jetzt auf dem Weg zum urbanen Spot. Dieses Mal wird unter den ersten Kommentaren verlost. Nochmal schnell einen Angel ab. Dafür musst du aber schwören, du, diese drei Sachen bitte. Oder Impulskäufe. Keine Airgun, keine Messer, nur Hak und Köder, okay? Wirklich so ein Riesenteil. Ja. Er hat auch riesige Benutzung. Gut, okay, dann nehmen wir die. Aber da sind gar keine Wiederhaken drin. Spaß, wir lieben Wiederhaken los. Verletzt den halt so null. David hat jetzt neulich einen im Fingernagel drin. Hat schon sehr schmerzhaft. Ohne Wiederhaken ziehst du das Ding einfach raus. Passiert nichts. Da kommen jetzt die Lachseier rein. Genau. Unserem Lachs. Einmal mitnehmen, ne? Ja, die sehen gut aus. Perfekt. Und vielleicht noch ums Blei einzuhängen. So ein Boom, mein Und vielleicht noch eine Perle, um den Knoten zu schützen. Oh, das kostet jetzt wirklich nichts. Nehmen wir mit. Das sind die beiden, die hier für den Lux. 22 Unzen? Die Suppe hat etwa 50 Gramm. Was sind 22 Unzen? 500. Wirklich? Immer schon locker. Überhandwurf. Mit dem Schwinger. I cannot be the whole fish. And worms also. What? 3,40 Meter. Von wann ist die Zeitung? Wir sind älter, 2008. Das ist ein richtiges Rübermonster. Warum würden wir wahrscheinlich nicht rauskriegen, wa? Nee, obwohl. Ich glaube nicht, mit Gott. Doch, wenn der rangeht, dann spring ich ins Wasser schon hinterher. Mach ich. Schwöre. Okay, pack die GoPro ein. Pack die Barlose ein. Nimm dein kleines Wenzellein. Abi geht jetzt erstmal in den Liquor Store. Das ist hier, wo man Alkohol bekommt. Wir haben nämlich gestern auf dem Weg zu dem Angelspot, da war ein Hausboot, lag trocken, es war gestrandet, so ein bisschen verwildert, ehrlich gesagt. Da hat eine Frau drin gewohnt, schon ein paar Monate wahrscheinlich. Hängt da jetzt fest, seit Ewigkeiten. David hat dann gesagt, ey, sollen wir dir morgen was mitbringen? Papier und hier, nee, lieber Wodka. Liebe Grüße von der Autobahn, wo wir gerade parken. Haupt, oder? In der Auto. David, es stinkt sauer. Hey, da schon Autos stehen oben. Ist aber egal wo, in Berlin genauso. Wenn da ein Auto steht, da krieg ich so eine Ader. Platzt mir fast der Hals. Ich sag mal, das sind einfach nur Lachsangler. Weil sie hat Besuch. Die stehen wirklich vorne und am Ende im Kopfluss. Oh oh, oh oh. Aber ich finde es ja ganz gut, sich mit den Einheimischen zu verbünden. Vielleicht haben die ja sogar einen entscheidenden Tipp für uns. Und es sind nur einen einzigen Störangler. Nicht mal die Boote sind da. Wir haben den ganzen Fluss für uns. Alles nur Spindangler, die auf Lachs angeln. Da steht er da und ärgert sich. Nee. Das ist lustig. Das ist ein Snickers. Komm. Keine Menschen haben. Fahre ich nach Kanada, Alter. Und mit solchen Schaden wie ein Lebensgeschick gezeigt hier ist. Nee, wusste doch gar nicht, was das einzige. Ich glaube, du steigerst dich da jetzt mit was rein, was nicht der Realität entspricht. Wir haben den ganzen Spot hier für uns. Ja, die sind doch da hinten, die sind 100 Meter weg. Also das kannst du jetzt nicht ernsthaft jetzt davon dir die Stimmung versauen lassen, weil unser Spot hier, der war todesfrei. Ja. Hey. Ja? Ja. Schön. So kenne ich meinen Wenzelino. Mach dir erstmal ein Bier in Ruhe auf. Das war gestern Abend noch unter Wasser, das ist jetzt wahrscheinlich dann Ebbe. Oh, ich habe einen Lachswurf gesehen. Das ist ja unsere Freundin. Sie angelt ja einfach im Badeanzug. Ist ja geil. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, was du hier gerade gemacht hast. Mein Freund, Blase. Alter. Händenhalter? Der hält bestimmt. Also wenn der irgendein Halter einen 500 Kilo Fisch hält, dann... Doch, wenn wir Händen Baumstamm auf den Dings legen, geht das. Den regt die Rinde dann nach. Und dem Baumstamm dann mit dem Stahlrohr da hinten an den Baum festmachen. Ja, genau. Das ist wie diese berühmte Steinsuppe. Kennst du Steinsuppe? Nee. Eine Suppe aus Stein. Müssen nur noch Zwiebeln mit dazu, ein bisschen Hühnchen, ein bisschen Salz, Wasser? Ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Wasser. Aus Steinsuppe gekocht. Das ist so ein geiles Leben. Sie tanzt hier über die Steinpackung, hat gerade einen Hänger gehabt. Ja. Meine Fuck, ich brauche mal einen Tag. Das ist richtig geil. Sie lebt wahrscheinlich hier vom und im Fluss. Wie geht? Sam, what do you need? Look. Yeah. What are you fishing for? Salmon. Salmon? This was your boat, yeah? Yeah. I come out here every day, it's like a paradise. This is all my stuff drawing, really. Yeah. So you are an artist? I'm an artist of sorts. Can you be black? Oh. Dass man schön Polareis für unsere Freunde. Polareis? Man soll ja nicht mit guten Taten reingeben. Ist ja keine gute Tat. Gute Tat ist, dass da nur Wasser drin ist. Und ein paar Spinner kriegen zwar auch noch. Inklusive des David Wenzels. Klingel doch mal. Where are you? We'll give you some more later. We have some other stuff. Gerne. Bye. Bye. Auf Wiedersehen. Oh, you like fishing though? Yeah. Bring me a salmon and I cook it. Okay, I will. Geht auch um 5 Meter Stör. So, Leute. Guckt euch das mal an, das ist ein richtiger Prügel. Der da. Er sollte was aushalten, wa? Der hat mehrere Riesen-Arapaima gefangen. Monster.
Er wird ja mit so einem Stör wohl klarkommen. 100 Kilo Schnur, 200 Gramm Krallenblei, das ist am Meer angeleitet. Das wird dann von der Strömung nicht weggetragen. Ackert sich so ein bisschen am Sand. Und wenn man aber zieht, dann klappen diese Bügel hier oben. Dann ist es frei, man kann es rausziehen. Jetzt werden wir jetzt eine Laufbleimontage machen. Dahinter einen festen, dicken Wirbel. Sehr groß, sehr stabil. 130 Kilo. Zweier Kapfenhaken. Sollte ja ausreichen, wa? Das ist ein normaler Haken, Leute. Das ist ein Haken, den wir benutzen. Eggs, die sind langsam dunkelrot. Die waren mal rosa an seinem Kopf. Schön durchsuppt. Irgendwie ja, so ein bisschen verrottet. Haben wir ja gehört. Dann haben wir uns jetzt natürlich hier diese Heringe geholt. Hooligans. Und Leute, obwohl die ganz klar ersichtlich jetzt schon tot sind, muss man sie zerteilen, weil lebender Köderfisch auch hier in Kanada verboten ist. Wenn er zerteilt ist, ist er definitiv tot. In der Regel. Haben das schon eine hoch gerade? Ja. Alter, ein Riesenfisch. Sollten wir genau da dann vielleicht auch angeln? Aber die ziehen ja auch im Kanal hin und her. Nee, nicht dein Ernst. Was war's? Lachs. Ernsthaft? Oh. Nein! Alter, der ist mir so raufgescheuert. Ich wollte nur den Grund abchecken für unsere Montage. Auf einmal gibt's einen Tock, Alter. Der dreht sich so buh, buh, buh. Ich war mir sicher. Nochmal machen. Buh, buh, buh. Hab schon gehofft, dass es ein Pike-Minnow ist. Und dann kommt da mal ein eiskalter, silberner Koho-Lachs hoch. Hört auch rein? Wollen wir ihn fragen, ob er uns den Kopf gibt? Kannst du ihn fragen stellen? Nee. Nur in den Kopf, warum den Kopf? Frag du ihn doch. Frag du immer alle. Ja, deshalb ja. Ja, und sagst du immer und dann fängst du doch keinen. Ich dachte, das ist ein Schlauch oder sowas. Das ist einfach nur ein viereckiges Tuch. Ich habe mir selber mal ein Viereck hier rausgeschnitten. Nicht so kompliziert, weil du hast ja so bloß. Da sind sie, Leute. Also riechen tun sie noch gut. Sieht halt ein bisschen rot aus. Ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar geiler. Sie sind ein bisschen halb vergammelt. Aber die sind nicht vergammelt. Die riechen noch am ersten Tag. Jetzt werde ich einfach hier wie so ein Geschenkpaket das oben zusammenschnüren. So. Sag jetzt kurz zum Saat, aber sieht eigentlich geil aus, oder? Habe ich mir Mühe gegeben. Ich finde es ein bisschen sparsam, ganz ehrlich gesagt. Sparsam? Genau das gleiche gemacht wie mit. Ich hätte das Ding fünfmal so groß gemacht. Egal, probier mal aus. Ich glaube, es klappt. Ich finde es ein bisschen sparsam. Ein bisschen geizig war es da wieder. Willst du? Ja, Alter, das ist ein besserer Boili. Ja, hier sagst du es, ja? Jo. Also wenn ich da hinschmeiße, wo die Strömung ist? Ich würde gerade raus Richtung dem anderen Angler werfen. Okay. Da? Ja. Ja, ist auf jeden Fall relativ lange runtergesunken. Ich glaube, es bleibt. Ja, kann sein, aber er wird sich schon einen Punkt suchen, wo er liegen bleibt. Langsam fällt mal einer, wa? So, jetzt heißt es warten. Nicht Warthose warten, sondern auf etwas warten. Bei mir zuckt was. Aber können natürlich Pike-Minnows sein. Also Fisch ist auf jeden Fall schon mal da. So, lange kein Pike-Minnow-Biss mehr gehabt. Deswegen gucke ich mal, ob der Köder noch dran ist. Nee. Seht ihr? Abgefressen. Insofern sind diese Pike-Minnows, diese kleinen Fische hier, die immer raufhacken, gar nicht so schlecht. Solange die noch beißen, ist der Köder noch drauf. Neuer Versuch, Leute. Köder war ab. Jetzt mal kurz mit. Das darf man nicht verraten. Achso. Okay, darf man nicht verraten. Geheimtrick. Und jetzt, aber, hau richtig raus. Da schon tief. Zuckt schon wieder, zuckt. Da ist ein Schmerz drin. Bleibt manchmal, dass du die Kleinfische da noch versuchst, es wegzuzucken. Tuck, 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 tuck. Ein großer Stör, da würde sich halt Druck aufbauen sofort und dann. David, wir brauchen sofort einen neuen Lachs. Fast meine ganze Köder verloren. Ich habe jetzt noch Hering und die Würmer natürlich. David müsste jetzt langsam mal einen zweiten Lachs fangen. Wird dann wieder einen rogen und frischen Lachskopf kommen. Jetzt ziemlich ruhig geworden. Ehrlich bin. Habe ich gedacht, dass es ein bisschen schneller geht alles. Aber vielleicht hängt es ja auch zusammen mit der Tide. Das sind ja eher so Strömungsfische. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass nachher das Wasser rausgeht. Also mit der Flussströmung, dass dann die Fische anfangen zu beißen. Da sind sie, haben wir gesehen. Gestern wurde die eine gedreht, genau da vorne. Im Video wurden zwei Fische hier gedreht. Drücken wir mal weiter die Daumen. Ja, fuck. So weit draußen stehen, hier soll man hier hochkommen. Den möchte ich eigentlich fangen. Der ist viel zu weit hinten, David. Der war so weit weg, da komme ich überhaupt nicht hin. Brauchen Futterboot. Ich bin jetzt hier in die Kurve gewechselt. Vorhin der Kollege, der meinte, die meisten sitzen halt immer hier in der Kurve. Den wieder freigelassen? Hat er nicht ernsthaft gemacht. Wollte schon hingehen und nach dem Kopf fragen. Dann direkt wieder released. Und eine Scheiße. Es ist ein weiterer Störangler gekommen. Jetzt genau da hinten in die Ecke gesetzt, wie der Kollege damals im YouTube-Video. Und der Junge, der da hinten drauf steht, wo David immer stand, hatte gerade einen riesen Lachs drauf. Und beide sind genau in dem Moment gekommen, als wir mal ausnahmsweise woanders hingegangen sind. Spottgeier! Mal zwei Stunden Tageslicht. Dachte, ich krieg hier einen bis nach dem anderen, ehrlich gesagt. Meint ihr, ich soll den Kopf ranmachen wieder? Fischkopf? Oder alles auf einmal? Fischkopf. Alles bis auf Hudigen. Hudigen nicht? Nee, wenn du nicht mal die Bisse von Altmundus hast, dann. Ja, aber ich sag mal, guck dir mal den Kopf hier an. Ist schon eher was für Zehnfutter. Ach nein. Na gut. Okay, David hat mich überzeugt. Wenn schon, denn schon, wa? Guck mal, jetzt aber gar nicht mehr dran im Fass. Alles abgefressen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ist. Guck mal. Nicht mehr dran. Okay. Also nur einer. Es waren vorher zwei und noch Würmer. Na gut, aber trotzdem, Leute. Ein richtiger Stör will sich halt sowas hier reinballern, wa? Genau. Und der wird auch gleich am Haken hängen. Und so. Oh,
Köder. Und Ali. Hopp. Wow. Hoho, okay, der war gut. Der David hat schon mal geplumpst vorher. Au. So, hältst du jetzt fest, bis was beißt? Nein. Und dann einfach dreimal kurbeln, einmal anhauen. Urban, alles Ratten, Biber und Rom zusammen. Spüren natürlich. Genau. Und Lachs und eine Lachs. Aber wer will denn schon Lachs? Niemand will ja Lachs. Nein. Außer Kopf. Beißt einfach nur Stirn. Das heißt, ich komme hier an, 10 Minuten drin, warm, feuerfrei. Aber es scheint dann doch wie immer schwieriger zu sein als erwartet. Das war nichts. Nicht mal Lachs, nicht mal ein Zander, nichts. Ärgerlich, weil morgen ist der letzte Tag, dann geht's nämlich nach Deutschland und dann ist definitiv Schluss. Wir werden morgen noch mal angeln. Ich hätte so Bock, noch mal vom Ufer einen zu holen. Letzte Nacht. Frag mal, was noch passiert. Wir haben so eine crazy Idee. Das war das krasseste Video, was ich jemals gemacht habe. Ich finde die Idee geil. Wir haben nichts zu verlieren. Außer unserer Gesundheit. Nein, da passiert nichts. Wir haben beide überlegt, ob wir morgen an diesem Strand dort schlafen. Bei der Obdachlosen. Bei der Obdachlosen. Wir haben nämlich noch ein Gästebett, die wir unbedingt bei Airbnb vermieten. Und wie soll man eine Roomtour machen, das Film? Die Idee ist so geil, weil erstens sind wir am Hotspot. Und es ist die letzte Chance, die wir haben. Ich sehe eine coole Thumbnail auf YouTube. Wir zusammen mit der Verrückten. Aber wir wären eigentlich dumm, wenn wir es nicht machen. Was haben wir zu verlieren? Du pennst im Auto, ich habe meinen Schlafsack. Ja, ich fliege halt am nächsten Tag und dann stinke ich nach Rauch, Lagerfeuer, Alkohol. Moment, du hast den kompletten Fraser River, um dich zu waschen morgens. Abduschen, schön schamponieren. Sachen packen. Am Fluss. Ja, ja, ich sag nicht, dass es mir nur dieses Kontra aufmachen. Aber ich habe schon Lust. Schwierig. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir es machen sollen, Leute. Vielleicht machen wir es. Vielleicht aber auch nicht. Wir machen. Okay. Ja, guten Morgen, Leute. Wir sind wieder da. Wir sind da wieder. Sehr gefährlich, hier lang zu laufen. Wenn jetzt unser Sturgeon Guide von letztes Mal sieht, wäre so peinlich. Wieso wäre das peinlich? Ich wäre stolz auf uns, glaube ich. 8 Unzen, Alter. Genau das brauchst du. Alter, yes, Mann. Wie wird es umgerechnet? 280 minus 56. Ich will jetzt noch Mathe machen, oder? Als ob ich Mathe studiert hätte. Wir klettern jetzt hier auf den Brückenpfeiler. Das geht jetzt noch, weil Ebbe ist. Nachher ist hier Wasser. Da müssen wir entweder rechtzeitig runter wieder oder... Ja, kann ich los schwimmen. Guck mal, die ganzen Sturgeon-Boote kommen hierher. Ganz ehrlich, das muss doch bedeuten, dass hier ein Sturgeon drin ist. Stimmt ja auch. Wir haben es ja gesehen hier. Wo wir gerade einen Sturgeon-Angler getroffen haben, der meinte, er war dreimal, der hat keinen einzigen Biss bekommen. Scheint ist es doch nicht ganz so einfach, wie wir sind. Klug. Okay, jetzt ist hier richtig gut Strömung drauf, ablaufendes Wasser, ganz geil. Ich glaube, das ist der Bringer. Keine Ahnung, aber das glaube ich. Wir haben ganz netten Lachseimer getroffen, der hat einen Lachs gefangen und hat uns eine Hälfte von seinen Lachseiern abgegeben. Das reicht natürlich nicht für den ganzen Tag. Das heißt, David versucht jetzt noch einen weiteren Lachs zu fangen. Erster Wurf und ausgestiegen. Also ich sitze jetzt hier mit der Rute in der Hand, fest in meinen Fingern. Wir haben nämlich vorhin diesen Lachsangler getroffen. Der hat auch ein paar Tipps rausgehauen, wie das beim Sturgeon-Angeln ist, dass du dann ab und zu mal einfach nur so nippel, so bip, 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 dass man dann anschlagen soll, weil das schon ein Stör sein kann. Das ist schon ein bisschen wild alles. Jetzt, was ich mich frage, warum hier Festbleimontage nicht funktionieren soll. Meinst du, weil das einfach noch nie einer versucht hat? Okay, Leute, zweiter Versuch. Neues Blei. Ein Abriss habe ich schon. Also ich würde jetzt mal so da. Da ist Strömung. Hier, ach, keine Ahnung, einfach raus, oder? Ja, ich denke, da wird einer stehen. Schön tief. Ja. Okay, Leute, hier wird gerade ein bisschen Holz gezogen. Gut, glaube ich. Macht die nochmal irre. Ja, rein. Leute, was haltet ihr von diesen Angeltheorien? Ich hatte den ersten Nippler gerade. Ich weiß nicht. Macht sowas einen Stör? Nippeln? Okay, Leute. Der letzte Bait hier. Danach ist alle. Okay, aber einen professionellen Guide, Leute. Den haben wir hier getroffen. Ich glaube, der kriegt so krass auf Sturgeon. Das ist hier Simon. Do you know how to do it? Is it okay? Oh, yeah. It's the only thing he's left. I throw the whole thing in there left. That's not that cheap, man. I got some stuff in my box. Some wire shit. Nice, man. Thank you. Ist nicht so, dass wir das nicht auch könnten, aber ich würde es gerne mal ehrlich gesagt von einem Menschen sehen, wie das ordentlich macht. Wollte natürlich Finger schmutzig. Richtig. Korrekt. Haben alle gecheckt. Den haben richtig krass erzählt. Ja, der ist wirklich cool. Er hat auch krassen Leutsches hier gearbeitet. Er hat mir so viele witzige Geschichten erzählt. Das sind einfach die Original. Die man hier trifft am Wasser. Das ist einfach wie die Frau genauso. Krasse Mensch. Fahr ich nach Kanada, Alter. Um mit Leuten zu angeln, Lebensgeschichte zu erzählen. Man trifft hier alles. Junge Profi-Angler mit in die Sims-Badhose, genauso wie die Typen hier mit Joint im Mund, Bier. Das war übrigens ich. Nein. Genau. Angelkarte, was ist das? Probably nicht. If they catch me, I run. Oh, shit. I don't want to lose any eggs.
Genauso habe ich es auch gemacht. Hammer, bumm. Gib deins Geschenkpaketchen, ne? Wow, weil jetzt mal. And just through the top. Ja. Yeah. Not through the egg, just through the tip top. Alright, thank you very much. Wie ein kleines Gehirn. Ja. Da hingekurbelt, Leute, weil die ganze Zeit hat gezuckt. Also sind dann doch teilweise Pipe-Minus, die an den Dingern hier lutschen. Ich nur störe. Der hat sich wirklich original. Besser kann man sich als Bait nicht aufspießen. Und stell dir mal vor, jetzt wäre eine Kontrolle gekommen. Ich hätte ihn eingekurbelt und hätte gar nicht gewusst, dass hier ein Live-Bait dran hängt. Ist das überhaupt ein Pipe-Minus? Das ist ein Hooligan. Nee, ist ein Pipe-Minus. Sicher, Wanda, kennst du das? Nein, an dem Maul. Ja? Abendmaul, ja. Ganz klarer Abend. Leute, mein erster Pipe-Minus. Aber die beiden war, oder? Oder darf man nicht spalten? Meine nicht. Wir haben Lachs, Leute. Alter, wie geil. Und der hat seine 60, oder? Jo. Ja! Hol ihn raus, bitte. Hol ihn raus. Yes, Diggi. Wow. Das ist mein erster Chor. Ich habe ja noch keinen Fall mit dem Schinnock gefangen, Leute. Richtig schöner. Alles wird hier verwertet, Leute. Alles komplett. 65. Jo. Geil. Hoffentlich ist es ein Mädchen. Dann können wir nämlich den Rogen benutzen. Falls nicht, direkt wieder frischweisen. Eine halbe Stunde da gesessen mit diesem halben Pike-Window dran. Nix, nicht mal gezuckt, gar nicht. Nicht mal die Pike-Windows haben an dem Pike-Window geflogen. Da dachte ich mir, dann, nee, das kannst du gleich weglassen. Ne? Lass mir, okay, was versuchst du, meinen Lachs zu schmeißen? Erster Wurf. Das hätte ich jetzt wirklich auch nicht erwartet. Es war eher so ein Verzweiflungstat. Ah, guck mal, da kommen sie. Siehst du sie? Okay, alles klar. Einfach Mädchen. Wow, Leute, wenn das mal kein ordentlicher Bait ist hier. Wow. Das ist Pink Gold, Leute. Davon müsst ihr zwei Seiten geben, oder? Ja! Wir können so viel Spüre angeln, wie wir wollen. Der Zug ist 100 Kilometer lang. So, Leute, da haben wir es. Rogen, Nieren, ganzen Eingeweide. Das heißt, wir haben Bait ohne Ende. Guck mal, Skatschenangler oder Lachsangler? Der Fisch zieht wirklich das Boot. Wie soll ich mal beeilen, weil es ist unser Spot hier. Ist nicht böse gemeint, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Weil morgen geht der Flieger und in zwei Stunden geht die Sonne unter. Nein, ich glaube es nicht, David. Alter, wirklich jetzt so. Geht, ja? Das wäre so krass. Ja. Unglaublich. Ungern, aber die Zets. Ja. Ich glaub's nicht. Alles klar. Alter, unglaublich. Hat's genippelt? Ja. Und da hast du einfach. Ja. Alter, wie krass. Okay, ich trenne jetzt aus, weil ich habe die Lizenz. Ich habe David quasi die Route in die Hand gegeben. Damit ich diesen Störangler filmen kann. Und in dem Augenblick kommt der Biss, Leute. Wie krass ist das bitte? Alter, das ist eine Maschine, oder? Ja. Alter, wie krass ist das bitte? Wie krass ist das bitte? Kann der Team mal seine Routen reinholen, bitte? We have one on. Thanks, man. And now it's going out. Boah, der drückt mir richtig in die Eier rein. Thank you. Wie geil ist das bitte? Ja, man. Boah. Alter. Da kommt er. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, ein echter Stör. Du hast es geschafft, Alter. Ich glaub's einfach nicht. Da hast du wirklich Sprachlos. Ja, ich sprachlos gerade. Also doch haben wir nicht gelandet, aber dann kriegen wir. Er ist ab. Nee, er ist noch dran. Oh, Alter. Street Fishing auf Monster. Ich glaub's nicht. Es ist ein echter Stör. Oh, unglaublich. Unglaublich. Wir haben es geschafft, da kommt er. Ich weiß es nicht. Gib mir das Vorfach. Okay. Alter, geil. Okay. Was ein schönes Tier. Yes, it is one. Da kommen schon die Leute. Gott, ich bin richtig aufgeregt. Oh mein Gott. Wie geil, Alter. Dass es auch alles geklappt hat mit Eibin, ja, mit den ganzen Fels. Haken sitzt super. Geil, dass du den gehakt, ey. Guck mal. Und wieder hakenlos. Du könntest ihn nochmal benutzen. Ja. Schönes Ding. Wow. Ja, Mann. Guck mal, Leute, Alter. Es ist einfach der Wahnsinn. Ja. Und das ist so krass, weil man so einfach nicht dran glaubt. Also man glaubt schon dran, man hat es ja gesehen, ne? Aber der eine hat hier drei Tage gearbeitet, nichts gefangen. Unglaublich. Unglaublich. Ja. Wow. Ich bin selber richtig überrascht und aufgeregt. Das ist so geil, wenn das diese Mission geklappt hat. Ich war so knapp, Alter. Jawohl. Ich würde sagen, wir locken ihn ein, 4 Meter, und lassen ihn schwimmen. So einfach ist das doch. Ich würde sagen, lass ihn gehen. Er war sehr kooperativ. Er ist nicht immer gesprungen.
ein richtiges Monster. Vom Ufer. Okay, Baby. Yes, hat er gesagt. Das ist kein Mann. Yes, Baby. Ich hab wohl gehofft, Mann. Ich habe ein ziemlich deutliches Rippeln gemerkt. Wie gestern die Viecher? Da habe ich angehauen. Du hast da gar nicht hingeguckt. Ich habe ja alles kommentarlos gemacht. Ja, das ist auch fürs Video mal gut, wenn es kommentarlos ist. Ich habe gedacht, ich muss mich jetzt darauf konzentrieren. Jetzt oder nie, habe ich gedacht. So gut gemacht, Alter. Wer weiß, was hier noch ruckschwirrt. Alter, wie geil war das bitte. Das hat einfach geklappt. Wir haben ja gestern hier den ganzen Tag gesessen. Ihr wisst gar nicht, was für eine Last da runterfällt. Als ich mir dieses YouTube-Video angeguckt habe, aus Sturgeon Angeln vom Ufer, genau an diesem Spot mit so einem jungen YouTuber. Danke, dass du dieses Video gemacht hast. Ich muss sagen, das ist wirklich so ein Moment, den vergesse ich auch niemals. Das war wirklich krass. Wir haben es geschafft. Jawohl. Es hätte so viel schief gehen können. Und ist ja auch so viel schief gegangen. Dann war gestern der Bait alle. Dann ist jetzt hier Blei abgerissen. Mit Strömung hin und her. Das Material. Also es, Gott sei Dank, es hat so gut gehalten auch alles. Es war so ein Glück, dass der Typ heute früh auch noch Lachs gefangen hat, der dann auch noch so cool war und uns die Eier abgegeben hat, dass wir diesen Spot hier bekommen haben, dass genau in dem Moment, wo wir gedacht haben, fuck, dieser Spot ist belegt, wir wollten schon abhauen auf die andere Seite, die wahrscheinlich nicht so gut gewesen wäre. Und in dem Moment, wo wir abhauen wollen, geht er und sagt, er hat hier seit 3 Tagen keinen einzigen Fisch gefangen. Wir sind aber wenigstens den Spot gesichert. Alter, und dann klappt das auch noch. Beim ersten Biss, boom, David haut an. Das war dann auch illegal, aber in dem Moment war es halt einfach gut. Aber ich würde sagen, wir kaufen dir jetzt noch zur Feier des Tages die Belohnung eines deutschen Lizenz für heute für $15. I've seen many people fishing for sturgeon here. You guys are the first ones I've seen catch by. Alter, das ist so geil, oder? Yeah. Unglaublich, unbelievable. The Germans, again. Think of all the other people that had their dreams smashed. Und dieses Boot ist nur wegen uns gekommen. Gott, Geier! Ja. Alter, das war sehr knapp. Aber er hat gut reagiert, muss man sagen. Das war blinkig, ja. Hat er gesehen. Ja, ein bisschen trocken, so eine dick Zucker. Was war das davor für ein Zucker? Ein feuchter? Ein Bock. Der macht so dick. Die Großen sind vielleicht vorsichtiger. Der kleinste Ring ist die größte Forelle. Wenn er das nächste Mal macht, dann mach ich ja. It's a bike, by the side. Check out what's more. Like this. And little like dick. So I... Yeah. And you're such a cool guy. And then I think this all is very... Yeah. Thank you. David erklärt jetzt quasi dem Guide, wie man es deutscher Fisch. No, tens of hours to eat. Oh. Was sagen die Bisse? Kleine Anfasser, aber ich denke noch, es sind nicht die richtigen. Pike Sucker. Der verlässt uns jetzt. Ja, wir haben einen neuen Angler, der uns unterhält. Ich fahre nach Kanada. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Bro. That's good. We only do what I know. Very good. Well done. Wir haben den Lachs geschenkt, weil Arnie's Rules of Success. Give something back. Er hat uns diesen roten Twister gegeben. Erster Wurf, bam, zack. Ganz sicher, dass alle Angler das gut finden, dass wir hier filmen. Alle Deutschen finden das gut. Alle anderen interessiert sich, weil sie sie eh nicht verstehen. Wieder Biss? Ja. Unsere Freundin hat Hunger, aber jetzt mein Hänger. Noch ein Monster, die ja, aber die beste Zeit von der Uhrzeit her. Und jetzt ist gleich Hochwasser. Dann fließt es nach dem Hochwasser natürlich wieder ab. Dann ist Strömung. Strömung mit der besten Tageszeit. Abfahrt. Guck, bin so gespannt. Ich habe noch anderes Zeug hier. Ich habe hier richtig wie ein Chefarzt das Ding hier auseinandergenommen, habe sämtliche Eingeweide. Die Leber, auf jeden Fall. Leber, Mann. Katzleber, Junge. Klaps. Das gibt es in so 5-Sterne-Restaurant. Mensch, echt? Ja, den Magen machen wir auch noch auf, okay? Wie mach ich das? Einfach aufpieken. Durch den Magen will ich. Hier? Ja. Geil, Junge. Das wird ganz schnell. Von dann bleibt nämlich nur der Ohren übrig für die Störe. Das ist geil. Okay, kriegen wir einen Rausch, ja? Sicher. Klar. Wow. Wow. Was für ein Wurf. Nichts abgeflogen. Geil. Okay. Ohne Spaß, das Ding. Meinst du? Ja. Absolut. Absolut. Da kommt der Richtige jetzt. Ich muss den waschen. Alter, Clara Störbis. Clara Störbis. Kein Spaß, Alter. Clara Störbis. Ganz Clara Störbis. Ich weiß nicht, ob die Eingeweide gut sind, aber der Geruch lockt die auf jeden Fall an. Die kleinen Pikenminus zerfressen die Eingeweide, lockt die auch nochmal extra an. Stör kommt, Ei ist übrig. Abfahrt. Abfahrt. Aber schreibt mal bitte in die Kommentare, was das hier für ein magischer Ort ist. Also das sieht so geil aus. Allein wie er jetzt wieder angelt und Sonne im Hintergrund. Wow. Der hängt. Ich glaube nicht. Wir haben wirklich noch einen gefangen. Das ist unglaublich. Alter. Oh. Das war ein Baby. Jetzt ab. Aber ich meine, das war schon geil, Alter. Wir haben es geschafft. Offensichtlich hat er genippelt die ganze Zeit, ja? Das ist schon, Alter, richtig geil gemacht.
Das Ding ist ja voll mit Stürmen. Was alles für ein Biss? Ich habe ihn erspürt, wie immer. Boah. Guck, Widerstand, das habe ich angehauen. Komm, los, noch ein. Okay, der ganze Ruhm, den wir jetzt hier noch haben, den müssen wir noch wenigstens verwenden. Ich habe leider kein Netz mehr, weil das Netz ist irgendwie weggeflogen im Wind. Das heißt, David hat jetzt eine Socke geopfert. Unglaublich. Gott, ist das räudig. Und dass das Schublade, Leute, bitte nicht nachmachen. Das Gute ist aber, du weißt, was ich sagen will. Der Fisch wurde nicht verschwendet. Das auch. Aber der Rohr kriegt jetzt extra Flavor, nämlich Stinkekäse. Und auch das mögen. Auch das macht einen kleinen Mix aus. Und jetzt kriegt er. Okay, Leute, schreibt jetzt bitte in die Kommentare, ob das funktioniert. Ich meine, am Ende geht es nur um Geruch. Wow. Okay, letzte Chance, danach fühle ich nichts mehr nach. Für mich geht's morgen nach Hause, du bleibst noch einen Tag länger. Genau, 1 bis 10 bis 20. Leute, bewerten bitte Daumen nach oben. Also in dem Fall jetzt wirklich wichtig, dieses Video, wir wollen einen Daumen nach oben sehen. Bitte, unbedingt, Kommentar runter sehen, weil das von den Emotionen, das ist eines der krassesten Videos, was wir immer, ever gemacht haben. Ja. Deswegen helft uns dabei, dass dieses Video richtig so... Das wäre so schön, weil es war wirklich eins, also war wirklich schön. Eigentlich der beste Abschluss, den es gibt. Legendär wieder einmal. Man denkt immer, war beim Steuerangeln, da ist mal keiner da, aber ja, da ist doch einer da. Leute, denkt dran, die ersten 100 Kommentare gewinnen eine, nicht alle, sondern einer. Alle eine Better Fishing Box. Unter den ersten 100 Kommentaren wird eine Better Fishing Box verlost. Das ist die geilste Box der Welt. Ihr wisst es, ein Abo für 29,95 und ihr kriegt es jeden Monat und es hat einen Wert von über 50 Euro und ihr könnt es jederzeit abbestellen. Ich würde sagen, wir machen in dem Video 2. Was? Boxen. Zwei Boxen? Ja. Okay. Mach mal 3. Ja, lass diesen 3 machen, weil das echt so krass war. Das ist ein legendäres Video. 3 und Leute, nicht unter den ersten 100, sondern unter den ersten 200. Nur die, die bis zum Schluss geguckt haben, wissen es jetzt. Ersten 100 sind ja meistens echte Fans, aber die auch bis zum Schluss gucken, sind auch nochmal echte Fans. Das heißt, schreib mal als kleinen Mini-Hashtag so echter Fan rein, okay? Okay, okay, alles klar. Ich gehe ab. Tschüss.